und herzlich willkommen zum neuen Follow Your Team, heute bereits am Dienstag. Ja, unsere Jungs waren in der vergangenen Woche quer über den Globus verteilt und haben ihre Heimatländer bei der WM-Qualifikation für die WM 2019 in China repräsentiert. Fangen wir an mit Isaac Bonga, der für die Maßnahmen des Deutschen Basketballbundes nominiert wurde und erste Erfahrungen auf A-Nationalmannschaftsniveau sammeln konnte. In den 12er-Kader hat es dann leider nicht geschafft, dennoch spielte die deutsche Auswahl stark. In Chemnitz gelang ein 79:70 Heimsieg gegen Georgien. In Österreich gewann man mit 49:90. Vielleicht bietet sich im nächsten Nationalmannschaftsfenster im Februar ja für Isaac auch die Gelegenheit. Ebenfalls in der Europa-Qualifikation ging Sean Huff mit der finnischen Auswahl auf Korbjagd. Im ersten Spiel in Bulgarien waren er und sein Team knapp mit 82:80 erfolgreich. Sean steuerte 14 Punkte bei. Im zweiten Spiel zu Hause gegen Tschechien verlor man jedoch mit 56:64. Sean wurde mit 13 Punkten in diesem Spiel Topscorer seines Teams und erzielte diesen schönen Buzzerbeater. Ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage kehrt Phil Scrub von den Americas Qualifiers zurück. Gegen die Bahamas gelang ein 93:69 Heimsieg, bei dem Phil mit 17 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Überraschend verlor man aber die zweite Begegnung in der Dominikanischen Republik mit 76:88. Auch wenn Phil wieder überragend aufspielte und 22 Punkte, 7 Rebounds und 4 Assists an seinem 25. Geburtstag auflegte. An dieser Stelle wünsche ich ihm natürlich noch alles Gute für das neue Lebensjahr. Zu guter Letzt war Ty Webster mit Neuseeland unterwegs. Vor den jeweiligen Spielen gab es natürlich den obligatorischen Haka. Die Partie in Wellington gegen Korea konnten die Neuseeländer aber nicht für sich entscheiden. Auch Ty zeigte hier mit 14 Punkten, 5 Rebounds und 5 Assists ein starkes Spiel. In Hongkong sah es dagegen besser aus. Die Kiwis feuerten ein wahres Offensivfeuerwerk ab und schenkten den Gastgebern 133 Punkte ein. 6 gingen dabei auf das Konto von Ty. Natürlich freute sich Ty auch sehr, seinen Bruder Corey wiederzusehen und nicht nur gemeinsam auf dem Feld zu stehen, sondern auch gemeinsam zu essen. Aber auch abseits der Nationalmannschaften gibt es einiges zu berichten. Hannelore verbrachte ihren 80. Geburtstag bei unserem Heimspiel gegen Ratio Farm Ulm in der Fraport Arena. Wir gratulieren nachträglich und freuen uns, wie auch die 19 Jahre zuvor, dass sie eine so treue Dauerkarteninhaberin ist. Ein Wiedersehen alter Bekannter gab es kürzlich in Valencia, als Jordan Theodore mit Mailand in der Euroleague bei Valencia Basket und Aaron Dornekamp antrat. Nachwuchs gibt es außerdem in der Familie Little. Wir gratulieren John und seiner Familie zur Geburt von Jules Audriana. Nachwuchs können wir zwar jetzt nicht direkt begrüßen, aber wir haben ein neues Team, nämlich unsere E-Sports-Mannschaft. Die wollen natürlich auch in Zukunft für Furore sorgen und die digitalen Welten aufmischen. Den ersten Livestream gibt es am morgigen Mittwoch gegen 19 Uhr auf unserem Facebook und auf unserem Twitch-Kanal. Ja, und die realen Profis, sie gehen auch wieder auf Korbjagd, nämlich am Sonntag um 17.30 Uhr bei den Oettinger Rockets in Erfurt. Und das nächste Heimspiel findet dann statt am darauffolgenden Samstag gegen die Eisbären Bremerhaven. Tickets gibt es noch unter 069-9288-7619 oder auf unserer Internetseite fraport-skylanders.de. Wir sehen uns bald, ich bin Jana, macht's gut. Und auch unsere reellen Profis sind bald wieder im Einsatz, nämlich am Sonntag um 17.30 Uhr in der Fraport Arena in Erfurt. Und das nächste Heimspiel in der Fraport Arena gibt es am Samstag, den 9. Dezember um 17 Uhr, 18 Uhr. Und in der Fraport Arena geht es weiter am Wochenende darauf, nämlich am Samstag, den 2. Schade. Das Spiel gibt es wie immer live auf Telekom Sport. Und zu Hause in der Fraport Arena geht es dann weiter am Sonntag, den